wir alle strugglen irgendwann mal in der Schule mit dem Fach Englisch. Gerade einfach, weil es ein Fach ist, was wir alle haben und alle auch absolvieren müssen. Und ich hatte das Glück, dass ich mich immer sehr auf Englisch fokussiert habe und gute Lernmethoden dort gefunden habe, sodass ich in der Oberstufe wirklich in jeder einzelnen Klausur 15 Punkte bekommen habe. Und ich glaube auch generell in der Oberstufe nur so 2-3 Mal 14 hatte und sonst konstant 15 Punkte. Und ich möchte damit nicht angeben, aber ich möchte euch gerne das zeigen als Beweis, dass es möglich ist, das zu schaffen, mit den richtigen Lernmethoden und mit den guten Tipps, die ich euch heute in diesem Video zeigen werde. Also falls ihr bald Abitur zum Beispiel Englisch macht oder auch noch ein bisschen jünger seid und in der Schule generell habt, kommen hier heute mal einige Tipps speziell für Englisch-Klausuren, denn ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man im Unterricht gute Noten bekommt, wie man sich generell gut anstrengen kann in diesem Fach, um Bestnoten zu bekommen. Und heute geht es wirklich mal darum, du sitzt in der Klausur, du willst anfangen mit dem Schreiben und fragst dich, wie gehst du eigentlich eine Englischprüfung genau an? Falls du dich noch mehr für das Thema Schule und Lernen und Bestnoten interessierst und du so etwas wie ein All-in-One-Guide suchst, also ein Buch, wo alles Mögliche drinsteht, wo du alles findest für gute Noten, kann ich dir mein Buch empfehlen, Bestnoten ohne Stress mit minimalem Aufwand zum 1,0 Abitur. Hier ist alles drin, guckt es euch gerne an und heute fangen wir erstmal an mit dem Fach Englisch. Englischklausuren sind oft Kreativaufgaben, sprich man hat hier meistens diese Gliederung in 3 Punkte. Man muss erstmal irgendwas zusammenfassen, AFB 1, dann muss man AFB 2 eine Analyse schreiben und AFB 3 meistens irgendwie Erörterung oder kreativen Text wie ein Tagebucheintrag oder Kommentar oder Gedicht. Und ich habe es immer so gemacht, wenn ich in die Klausur reingekommen bin, habe ich mir erstmal alles angeguckt und mir einen Schreibplan gemacht. Ich weiß, einige mögen das nicht und finden es nicht so effektiv, einen Schreibplan zu machen. Für mich persönlich war es immer der Key für eine gute Klausur, mir am Anfang Gedanken zu machen, was ich eigentlich schreiben will. Denn gerade bei Fächern wie Englisch ist es so, dass es darauf ankommt, wie strukturierst du deinen Text und wie sinnvoll kommt das rüber, was du da schreibst, weil es geht halt nur um den Text nachher. Und deswegen habe ich mir immer eine Mindmap gemacht, wo ich erstmal Gedanken aufgeschrieben habe zu dem jeweiligen Thema, was wir dort hatten und mir wirklich zum Beispiel die Pro- und Kontra-Argumente aufgeschrieben habe in einer Tabelle und mir das alles visualisiert habe. Dann habe ich mir neben diese Mindmap, neben diese Tabelle noch bestimmte Sätze geschrieben. Und das sind Sätze, die ich vorher auswendig gelernt habe. Weil du weißt schon den Abend vor der Klausur, was du ungefähr machen musst. Ich habe zum Beispiel schon mal angefangen, mir Satzanfänge aufzuschreiben, die schön klingt. Wenn du zum Beispiel weißt, du kriegst halt eine Quelle und musst die irgendwie analysieren und bewerten, dann kannst du dir ja schon mal schöne Satzstrukturen überlegen, wie man zum Beispiel sagt, in diesem Text, also jetzt ganz plakativ gesagt, in diesem Text geht es um, der Autor sagt das und das, er möchte das darlegen. Ich bin nicht mehr so ganz in dem Englisch-Game drin, weil ich schon seit über einem Jahr keine Englischkurse mehr geschrieben habe, aber ich weiß auch, dass ich mal sehr, sehr schöne Satzanfänge, Satzstrukturen, Konjunktionen und sowas alles rausgesucht habe, die ich dann auswendig gelernt habe und einfach mal auf das Blatt geschrieben habe, sodass ich dann, als ich beim Schreiben war, darauf geguckt habe und mein Text einfach so viel schöner wurde, weil ich mir genau überlegt habe, wie der Text schon schön klingen kann. Und diese Strukturen, die kannst du dir halt schon vorher überlegen, ohne das Thema zu kennen. Beispielsweise wussten wir schon einmal, dass wir eine Karikatur analysieren mussten und dann habe ich halt mir am Abend davor 10 Sätze rausgesucht, wie man eine Karikatur beschreibt und musste dann halt in der Klausur nur noch die passenden Adjektive einfügen, aber ich wusste halt schon das ganze Konstrukt drumherum und das ist wirklich ein easy Hack, der sehr viel ausmacht. Des Weiteren kann man auch sehr gut irgendwelche Zitate einbringen, gerade falls ihr irgendwie ein Buch gelesen habt, eine Lektüre im Unterricht, dann guckt ihr genau an, was will der Autor damit sagen, was sind, gibt es vielleicht bestimmte Zitate, die sehr berühmt sind und dann kann man zum Beispiel auch seinen Text einleiten. Kleiner Fun Fact dazu, in meinem Englischabitur ging es irgendwie um Vorurteile und ich habe dann einfach ein Jane Austen Zitat gebracht von Pride and Prejudice, also von Stolz und Vorurteil, das ist ein sehr bekannter Roman. Und das Buch hatten wir zwar nie im Unterricht, aber ich habe halt Jane Austen in meiner Freizeit gelesen und ich kann mir vorstellen, dass das gut ankam. Weil es so gezeigt hat, dass ich mich generell für Literatur interessiere, was ja gerade im Englischunterricht eigentlich ganz gut rüberkommt. Deswegen, sowas könnte ich auch gerne vorher überlegen. Was ich dann herausgefunden habe für mich, war, dass im Englischunterricht immer die Prämisse gilt, Qualität statt Quantität. Sprich, es gab Leute, die haben dann wirklich immer so 20 Seiten geschrieben mit der Klausur. Und ich glaube, zum einen, also mir sind, wenn ich daran denke, so mehrere Dinge im Kopf. Zum einen denke ich mir, die Englischlehrer müssen so viele Texte lesen. Sie müssen so viel lesen, weil im Englischunterricht ist genau das, darum geht, Texte zu schreiben. Und ich vermute, wenn ich mich in die Rolle einer Lehrerin hineinversetze, dass sie keinen Bock hat, sich mega viel durchzulesen und dass sie dankbar ist, wenn man es schafft,
komprimiert einen sehr schönen Text zu schreiben, der aber nicht unendlich lang geht. Also falls ihr es schafft, einen Text zu schreiben, der alle wichtigen Dinge beinhaltet, in einer schönen Sprache, die Sinn ergibt, mit guter Grammatik, mit gutem Vokabeln, dann habt ihr eigentlich gewonnen. Legt wirklich den Fokus darauf, dass ihr den Text schreibt, der sauber ist, der sprachlich korrekt ist, und dann muss der auch nicht so lang sein. Weil ich habe das Gefühl, je länger man den Text schreibt, desto eher ist natürlich auch die Möglichkeit, dass du Rechtschreibfehler und Grammatikfehler reinbaust, wenn du einfach so deine Gedanken runterschreibst über 2-3 Stunden lang. Achte lieber darauf, dass du einen qualitativ hochwertigen Text hast, und dann ist es egal, wie lang der ist. Weil ich weiß, oft nach der Klausur steht man damals mit Freunden und fragt, ja, wie viele Wörter hast du? Dann sagen die, ja, ich habe 2000 Wörter oder so. Da macht man sich ein bisschen Angst, weil man denkt, man hat nur die Hälfte. Aber es ist wirklich nicht schlimm. Also gerade in meinen Leistungskursen wurde mir von den beiden Lehrern gesagt, dass sie es überraschend fanden, wie ich immer so wenig schreibe, aber trotzdem alles drin habe. Und ich hatte so oft Angst nach der Klausur, dass ich zu wenig habe, weil alle immer viel mehr hatten als ich. Aber letztendlich habe ich trotzdem geschafft, 15 Punkte zu bekommen, weil ich alles Wichtige drin habe in einem Text, der einfach schön zusammenhängt, aber dafür komprimiert ist. Deswegen macht euch keine Gedanken. Ihr könnt auch einen super Text haben, der nicht ganz so mega lang ist. Deswegen, ich würde wirklich darauf achten, macht euch einen guten Schreibplan. Benutzt schöne Satzstrukturen, habt gute Vokabeln, gute Grammatik, macht das qualitativ hochwertig und egal, wie lang der letztendlich ist. Das waren jetzt einige kleine Tipps von mir für den Englischunterricht. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das fandet, ob ihr noch andere Tipps habt für die Klausuren direkt. Ich denke, mir würde auch noch mehr einfallen, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke, weil ich schon echt viele Sachen damals mir überlegt habe, wie man in Englisch gut sein kann. Ansonsten, wie gesagt, gibt es mir noch in meinem Buch, da könnt ihr gerne nachlesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann, ciao!